und willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es wieder ums Thema Vespa. Und zwar nicht um Wartung oder Fahren etc., sondern um das Thema Transport. Und zwar, ich nehme die immer mit in einen Urlaub. Und da habe ich mir so einen Hänger geholt, so einen von Humbauer, wo ich sehr zufrieden mit bin. Und früher war das so, da habe ich mir einfach vom Kollegen einen Hänger ausgeliehen, habe teilweise Blut und Wasser geschwitzt, wie die Vespa draufgestanden war. Es waren meistens welche mit so einem kleinen Aufbau. Und da hat mir dann beim Zuziehen von den Spanngurten, hat man schon Angst gehabt, dass mein Hänger kaputt macht. Und es war immer eine wackelige Sache. So, mittlerweile habe ich mir diesen Hänger hier geholt, habe den ein bisschen modifiziert. Ich zeige euch auch gleich, was ich gemacht habe und warum ich es gemacht habe. Und dann zeige ich euch mal, wie ich die Vespa drauf fahre und wie ich sie verzurre. Und ich denke, dass es eigentlich ganz gut ist. Ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen, weil ich möchte nicht, dass irgendwelche Scheuerstellen an der Vespa sind, dass es sauber und ordentlich draufsteht und dass es gut klappt. Das erste, was ich gemacht habe, und zwar, das ist diese Auffahrrampe. Und da hatte ich immer das Problem, da die Vespa sehr tief ist und so kleine Räder hat, wenn man hier über die Kante kommt, weil das ja eigentlich für Motorräder ist, dass sie mir hängen geblieben ist. Da bin ich hergegangen und habe einfach mit der Säge das so abgeflacht, dann lackiert, dann Klebeband drauf und jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr hochzufahren. Ich werde jetzt euch mal zeigen, wie ich sie hochfahre. Dann seht ihr, wie einfach das ist und dass es relativ alleine auch zu bewerkstelligen ist. So, ich gehe mal zurück. Mach sie kurz an. Das war schon das ganze Hexenwerk. Sie bleibt alleine stehen. Und zwar, ich habe da vorne mir, bei Louis habe ich den geholt, einen extra Träger für Roller. Und den habe ich drauf montiert. Und jetzt steht sie schön stabil. So, jetzt werden wir sie mal verzurren. So, den ersten Tipp, den ich für euch habe, was ich mir überlegt habe. Und zwar, da ich verschieden lange Gurte habe, habe ich sie einfach in der Position, wie ich jetzt verzurre, einfach durchnummeriert. Ist hier eine Nummer drauf. Und wenn man dann auf den Hänger geht, schwenkt mal rum. So, dann gehe ich mal da runter. So, und wenn ich das hier hebe, sind auch die Nummern drauf. Übrigens, weil ich gefragt worden bin, die roten Kästen auf dem Hänger, da ist nicht das Werkzeug für die Vespa drin, sondern das sind Utensilien fürs Campen drin. Also was man so braucht, Zelt, Luftbombe etc., lauter Kram, dann die Spanngurte etc. So, ich werde jetzt mal die ersten Gurte befestigen und dann zeige ich euch mal, wie ich die Vespa festziehe. So, fange ich mal an. Und zwar, ich nehme mal das 1er Gurt. Und früher war das immer so, da habe ich das um den Lenker so gewickelt mehrfach und habe es runtergezogen. Ich habe mir aber gedacht, weil ich das gesehen habe, ich probiere da mal was aus. Und zwar sieht es so aus. Das sind solche, würde man sagen, Schäkel oder wie man es nennt. Und die kann man über den Lenker ziehen. Ich habe natürlich jetzt die kleinen Spiegel, weil original sind ja dieses Hirschgeweih, was ich auf gar keinen Fall wollte. Das war übrigens das erste, was ich sofort weggebaut habe. Weil ich der Meinung bin, das tut die ganze Linie der Vespa komplett zerstören. Also ich muss Folgendes machen. Ich muss meinen Imbusschlüssel hier kurz lockern und den Spiegel nach innen klappen. Das machen wir mal links und rechts. Ist aber jetzt, wie gesagt, kein Zeitaufwand. Ich tue das so drüber streifen hier und den auf der anderen Seite. Dann nehme ich den ersten Gurt. Das ist die Nummer 1. Zieh das hier durch. Dann hier durch die Ratsche.
bisschen gerade drehen. Und leicht anziehen. Noch nicht richtig. Erstmal nur leicht. So, jetzt machen wir die andere Seite. Brauchen wir folglich die Nummer 2. Ziehen wir sie ja auch durch. So, dass man es besser sieht. So. Wie gesagt, ein bisschen in den Dämpfer reingezogen, noch nicht ganz fest. So, jetzt gehen wir an Position 3. So, jetzt bin ich an Position 3. Kurz vorab, weil immer wieder die Diskussion aufkommt wegen der Matte. Ich habe die jetzt, das ist eine 2019er, die ist jetzt 3 Jahre alt. Ich mache mal hier die Matte runter, dass man das sieht. So, hier, da ist gar nichts, doch ein Käfer ist da. Also man sieht hier, da ist überhaupt nichts. Und zwar, ja, ich gebe zu, wenn man diese Matte drauf hat, dann muss man ein bisschen pflegen. Aber ich finde sie gut, weil man einfach drauf rumranschen kann mit den Füßen und ist kein Thema. So, hier bin ich bei 3. Jetzt brauche ich den Dreiergurt. Den haben wir hier. Den ziehe ich jetzt mal durch so. Dann gehe ich auf die andere Seite, ziehe ihn da durch. Da ist auch eine Öse. So. Jetzt ziehe ich das durch. Dann wird zugezogen. Und hier mache ich noch Folgendes. Dass es nicht so sehr drückt, kommt ein Stück Holz mit drauf. Das hole ich mal. Jetzt lege ich da vorne so quer drauf, dass die Ratsche nicht irgendwie Druck macht. So, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen fester ziehen. Da ziehe ich mal die Vespa so nach unten. So, gut. Jetzt gehen wir an Position 4. So, Position 4. Haben wir hier. Da hole ich den Gurt. Hier gibt es Folgendes zu beachten, und zwar, weil ich das nicht so mag, dass das so Scheuerstellen sind. Durch da hinten gehe ich so drüber, dann um, hier den Gepäckträger, so einmal rum, so, passt so. Gehe ich da runter, ziehe das durch, gehe wieder nach oben, dann hinten durch. Jetzt geht hier über die Nase und jetzt tue ich das wieder hier so einführen. Und zieht es nur leicht so fest. Für mich ist hier die Haltefunktion nicht so wichtig, weil sie wird vorne gehalten und mit dem Mitteltunnel. So, jetzt kommt Position 5. Dadurch aber erst noch Folgendes mache. Ich schiebe mal die Auffahrrampe rein, dass die weg ist. War ein bisschen zu viel. So. Gut, jetzt sind wir bei Position 5. Und zwar, ich habe da so spezielle Halterungen. Die werden so hochgedrückt hier
und dann so eingehängt hier. So, und dann halten die Bomben fest. Die kommen so drauf. Und geht es darum, dass man das Hinterrad sichert, falls man mal einen Auffahrunfall hat, dass die Vespa nicht hochsteigt. So, gehe ich da durch. Da muss man ein bisschen, weil es eigentlich kurz ist, hier ein bisschen tricksen, aber kein Problem. So, Hinterrad ist gesichert. So, im letzten Schritt geht es jetzt um Folgendes. Wir haben jetzt die Vespa leicht angezogen und jetzt wird sie fixiert. Als erstes fange ich mit dem Tunnel an. Der wird fest runtergezogen. Jetzt vorne. So. Dann da hinten nochmal. Der muss nicht so fest sein. So, und da unten. So, jetzt zeige ich mal kurz, wie fest es sitzt. Also man sieht, wunderbar. Ne? Also ich habe sie schon mehrfach so transportiert, nur nie Probleme gehabt. Die hält wie eine Bombe hinten drauf. So, von der anderen Seite zeige ich das auch mal. Also mir war wichtig, dass die Spanngurte hier nicht da vorne das Blech berühren, dass es so Scheuerstellen gibt und dass er fest sitzt. Ich mache mal hier nochmal den Test, dass man sieht. Dass er ordentlich sitzt, hinten mal. Gut, jetzt zeige ich euch noch in Echtzeit, wie schnell ich sie wieder ablade. Dann die Gurte wieder lösen, in der Nummerierung, wie ich es gemacht habe. Dann den Mittelgurt. So, jetzt vorne. Also wie man sieht, das geht relativ leicht. So, ich mache auch gleich wieder die Spiegel fest, bevor ich sie runter tue. Also rumklappen. Und festdrehen. So, jetzt muss er noch abgeladen werden. Da zieht man ein bisschen so. Gut. Ich denke, man hat gesehen,
dass es eine relativ schnelle Sache war. Mach dann wieder die Schiene drauf. Und auch so ist es ein angenehmes Fahren mit dem Bus. Also wenn die Vespa hinten drauf steht, der Hänger, der läuft wie auf Schienen. Also man merkt manchmal gar nicht, dass man Hänger dran hat. Und er ist auch für 100 zugelassen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht hat der ein oder andere was gesehen, was ihn weiterbringt. Oder wo er selber umsetzen kann. Und natürlich bin ich immer für Tipps offen. Also wenn einer irgendwas sagt, was man besser machen kann, her damit. Also ich bin immer offen, was zu verändern. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.